Dann kann ich ja da mit Holz arbeiten. Hat was Schönes. Sieht zwar aus wie ein Klops, das Ding. Aber er hat was. So, dann baue ich den Treppenscheiß hier mal an. Ah, wieder die falsche Taste. So, zum Glück komme ich hier weit genug hoch. Und hier ebenso. So, jetzt mache ich aber erstmal den hier weg. Weg muss er. Er wird wieder aus Holz gemacht. So. Dann kann ich hier schon mal Licht anbringen. Das sind so meine Lichtspender hier unten. Hat was Edles. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Gefällt mir gerade sehr gut. So. Jetzt mache ich hier unten einfach mal halbwegs fertig. Jetzt regnet es hier schon wieder. So. Da muss ich noch. Okay, dann sind wir einmal rum. Um diesen Stempel. Irgendwie gefällt es mir doch nicht. Eine Reihe muss ich, glaube ich, noch nach vorne und zur Seite. Damit es rein optisch auch besser passt. Glaube ich. Es wird ja immer größer, das Ding. So groß wollte ich das ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt grenzt es hier schön an. Hat ja alles sein Für und Wider. Und es ist wieder mal gut gelaufen. An der Seite zumindest. Alter, wieso baue ich das eigentlich nicht von oben? Es wäre vielleicht leichter. Ein bisschen minimal. So, rum hier. Vielleicht kommen mir ja über Nacht dann noch ein paar Ideen dafür. Aber es passt jetzt gerade so wunderschön zur Burg. Das Ding hier. So wie das jetzt gebaut ist bis jetzt. Vielleicht die Burg noch ein bisschen aufmöbeln auf dem Berg oben. An der haben wir ja schon ewig nichts mehr getan. Im Laufe der Zeit bin ich ja doch ein bisschen besser geworden in dem, was ich baue. Also, da muss vielleicht nochmal Nachbesserung ran. Das werde ich auch hinbekommen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. So, so viel brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich probiere es mal mit 64, ob ich mit denen klarkomme oder nicht. Das sehen wir ja dann gleich. So, ich muss ja hier noch. So. Dann sind wir hier ein bisschen breiter. Ein bisschen ist untertrieben. So, okay. Dann machen wir hier. Hier noch so einen Sicherheitsrand mit dazu. So, dann ist halt überall hier so ein Rand. So, da ist so ein Eingang. Aber der sollte ein bisschen mittiger sein. So hier. So hier. So, ein breiter hier. So. Dann hat das schon mal optisch was Ungewöhnliches. Habe ich eigentlich die Mitte getroffen? Wohl eher nicht. So, 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. 2, 3, 4, zack. Okay. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 1, 2, 3, 4, zack. Passt sogar. Alter, ich bin zwar versetzt, aber rein spekulativ bin ich richtig dran. Also, es funzt ja doch. Dann haben wir da den Eingang. Kann ich hier die Fackel? Ja.
Ah, hier kann ich die Fackel hier drauf setzen. Dann sieht es hier oben nicht ganz so komisch aus. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Keimmauer in Gottes Namen. Auch wenn die keinen Zweck erfüllt, sieht die gerade echt nice aus. Finde ich. So, 62 haben wir noch. Gut, dass ich noch ein paar gemacht habe. So, jetzt zerlege ich den... Nee, zerlege ich nicht. So, bin gespannt, wo das ganze Projekt hier noch hingeht. Aber da wird man so einiges noch machen müssen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ach, egal. Egal, dann haben wir hier nur 3er Abstand. So, lauf rüber hier, schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, von der anderen Seite. Lassen wir uns auch in der Mitte treffen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, dann mache ich hier in der Mitte ein. Dann haben wir da so einen 4er Abstand. In Gottes Namen, ist ja nicht schlimm. So, hier ist es wegen der Ausleuchtung drauf. So. Dann leuchten wir auch mal aus. Damit wir auch was sehen hier. Von dieser üblen Machart, was ich hier gerade an den Tag lege. So, muss ich mir mal von unten angucken. Von unten sieht es gut aus. So, jetzt muss ich mir das mal vom Weiten angucken. Muss ich mal so ein Auge drauf werfen. Ob mir das jetzt persönlich so gefällt oder nicht. Ist immer so die Frage. Ja, man kann sich's ansehen. Gefällt mir eigentlich schon. Man kann sich's wirklich ansehen. Gut, da in der Mitte brauche ich vielleicht noch einen Pfosten. So, und hier so ein Weg rüber. So ein Zweierweg. Huch. Ich habe ihn das fertig gemacht. Bracht. So, wo binde ich den an? Wo binde ich den an? Ist gerade so die Frage. So, hier muss ich nochmal freimachen. Ich glaube, den binde ich dann hier so an. In Gottes Namen muss ich dann so komisch hochkommen. Oder? Oder? Nee, passt schon. Das machen wir so. Das machen wir so. Dann binden wir da an. Da sind wir ganz kurz angebunden. Mal sehen, wie ich das hinbekomme. Meistens kriege ich sowas eher schlecht hin. So, ich habe keine Slaps mehr. Keine Schlaps mehr, das ist schlecht. Da müssen wir uns noch ein paar machen. Da muss noch mal Nachbesserung her. So. Habe ja doch nicht allzu viele hier gemacht, dass ich hier nicht wirklich klarkomme. So, machen wir hier so eine Anbindung. Wird das ein bisschen breiter. So, hier muss nochmal Kobbel rein. Oder werde ich noch breiter? Ich weiß es gerade nicht. Sieht, glaube ich, persönlich komisch aus. Oh, oder auch nicht. Sieht nicht mal so komisch aus. Dann haben wir hier halt so einen Weg. Der sich hier so fortsetzt. So ein Fortsatz. So, dann mache ich hier nochmal so ein Ding hier. Rein optisch. 1, 2.
Ich habe hier keine Mitte. Voll doof. Egal. Mach ich so. Mach ich so, dann hat man hier so einen Weg rüber. Vielleicht mache ich auch nochmal so und so. Dann kann man auch hier so hoch. Fällt mir persönlich gerade sehr gut. Dieser Weg. So, hier mache ich nochmal ein bisschen Licht. Hier kann ich sie ja nicht draufsetzen, weil ich mal wieder genug gebaut habe. Dann habe ich das schon mal. Hier an der Ecke. So, dann bräuchte ich genau die Mitte. Das müsste die hier sein. Genau die Mitte. Okay. Passt. Passt. Dann mache ich hier nochmal ein Loch rein. Kann ich ja da... Da noch einen reindrücken, aber bitte richtig. Es wäre schön gewesen, wenn ich den richtig reingedrückt hätte. Ah, so. Dann mache ich ihn halt jetzt richtig. Aber hier nochmal so ein Ding. So. Haben wir ja zum Glück noch 7 Treppen, die wir hier gut anwenden können. So, hier rum. Schade. So. Ich hoffe, das kommt gut. So, Slabs habe ich noch genug. Das sind ja nicht mehr allzu viele, die ich hier da so brauche. Haben wir hier 3 so Stempen. So, und ausleuchten tun wir die ganze Sache dann auch nochmal. So. Da könnten eigentlich noch ein, zwei so Läden rein oder so. So, dann für einen Lastenaufzug brauchen wir noch 2 Löcher. Die ich hier mal reinschlage. Mach ich einfach mal von unten. Dann sehe ich das am besten, wie das aussehen muss. So. Bin ich gespannt, wo die hier so rein optisch hier oben sind. So, dann haben wir... Na, ich sollte lieber... Aua, eins zurückgehen. Das wäre wohl taktisch klüger. Dann kann man hier optisch noch ein bisschen was verzaubern oder so. Also ein Schmankerl fürs Auge noch fabrizieren irgendwie. So. Dann ist ja das mehr oder weniger das Haus für. So, dann habe ich das hier so. So, dann muss ich hier so einen Schutz bauen. Nicht, dass hier irgendwelche Dämlachs hier reinfallen. Ich sollte mal ein bisschen andere Komponenten hier nehmen. Wäre vielleicht optisch besser. Ah, jetzt ist meine Spitzhacke endgültig hin. Muss ich mir eine neue machen? Hilft ja nicht. Aber optisch sollte ich was anderes machen. Optisch was anderes. So, die Stufen sind nichts. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Eine reicht mir zum Glück. Ich hätte hier Sand. Ich könnte ja aus Sand Sandstein machen. Sandstein. Und daraus Slabbies. Dann haben wir Sandsteinstufen. Mal gucken, wie sich hier Sandsteinstufen machen. Aber ich hätte gern Holz. Also nicht Holzstufen, sondern wirklich... Nicht die Holzbretter, sondern wirklich Holzstufen. Das wäre auch schick. Nee, die kommen optisch kacke hier. Die kommen echt kacke hier. So, was habe ich denn noch im Angebot? Ah, probiere es doch mal mit dem Fichtenholz. Das wäre schon eine Sache.
So, ich hab. Kann ich einen Slap erstmal. Kann ich 6 Slaps machen? Dann können wir uns das für einen angucken. Ob das denn nun so passt oder nicht. So, weil sonst übersehe ich früher oder später die Löcher. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen ist das eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ja, ich glaube, das kann man sich so antun. Rein optisch. Ich bin ja noch nie fertig mit der ganzen Sache. Das wird noch, hoffentlich. Natürlich brauche ich da noch ein paar Ideen für. So. So, 24 reichen vollkommen aus. Sehr vollkommen. So, komm schon. Lauf durch hier. Ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Von einer Essen. Oh, das dunklere Holz passt sogar besser. Das helle passt jetzt nicht ganz so, aber das dunklere. Fichtenholzstufen. Okay. Passt besser zu der Optik. Naja, vielleicht werfe ich auch noch ein bisschen was über den Haufen. Man weiß es ja noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Dann haben wir hier solche Löcher. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den Ding hier darstellen soll. Den Kran. Den altertümlichen Kran. Wenn ihr da Ideen habt, bitte in die Kommentare. Da bin ich echt froh drum. So, ich werde für heute mal die Aufnahme nochmal beenden. Sag hier Schicht im Schacht. Ruhig ist, weil mir reicht es jetzt für ein paar Tage, dass ich wieder Luft habe und ich kann da noch was machen. Ich verabschiede mich und sage ciao, ciao und bis morgen.